So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich mache einen kleinen Spaziergang und wollte mich während meines kleinen Spaziergangs ein wenig zur Reaction-Praxis des Internets äußern. Das liegt daran, dass ihr sehr viele Kommentare schreibt, in denen es eben um die Thematik der Reaction geht und dass ich dieses Prinzip der Content-Generierung sehr, sehr kritisch sehe, ihr wohl auch, und es gelegentlich mal mit einem Halbsatz oder auch mit 20 mal irgendwo erwähne und dann sehr, sehr viele Kommentare nur auf diese kurze Erwähnung des Prinzips der Reaction ausgerichtet sind. Ja, und das ist prinzipiell nicht schlecht. Ich freue mich immer über Kommentare, selbstverständlich, aber da ich unter einem Video, in dem es um was ganz anderes ging, nicht allzu sehr über Reactions als solche diskutieren möchte, dachte ich mir, jetzt machen wir doch einfach mal ein Video, wo es genau darum geht, wo wir über Reactions als solche diskutieren. So, ich finde die Dinger in den meisten Fällen, bis auf wenige gut gemachte Ausnahmen, ziemlich grauenvoll. Ja? Grauenvoll kann zum Beispiel sein, eine klassische Reaction, so wie der ganze Mumpitz eigentlich angefangen hat, nämlich irgendwer filmt sich dabei, wie er etwas von wem anders, manchmal auch von sich selbst, auch von früher, das gibt's auch, sich anguckt und dann einfach sich dabei filmt, wie er Emotionen zeigt zu dem, was da gerade passiert ist. Oder irgendeine geistreiche bis dämliche Bemerkung zu dem, was da gerade passiert ist, macht. So, das klingt unglaublich trivial, ist es auch, aber wir leben in scheinbar der Zeit der geistigen Verblödung, die so weit fortgeschritten ist, dass es Leute gibt, die sich genau diesen Mumpitz, also auf dummem Niveau, ja, nicht die guten Versionen der Reaction, das gibt es auch. Aber die dummen Sachen werden eben auch angeguckt. So, jetzt muss ich mal kurz klären, was passiert da, ja? Irgendeine Person, nennen wir sie Peter, macht ein lustiges Video. Peter ist, keine Ahnung, sagen wir mal, Peter ist 16, geht noch zur Schule und nebenbei fährt er gerne Mountainbike. So, und Peter fährt schon sehr lange Mountainbike und kann sehr gut Mountainbike fahren und macht einen kurzen Clip, wie er irgendwo eine unglaublich steile Klippe mit dem Fahrrad runterspringt, sich dabei seltsamerweise nicht versetzt, heil unten ankommt und das Ganze spektakulär mit fancy Musik in Szene gesetzt. So, daran ist überhaupt nichts auszusetzen, sofern das ein legaler Mountainbike-Trail gewesen ist. aber soweit in Ordnung. So, jetzt geht jemand anders hin, nennen wir ihn Otto. Ähnlichkeiten zu prominenten Ottos sind wirklich rein zufällig. Otto ist ein allgemein gebräuchlicher Name. So, und der schnappt sich jetzt aus dem Internet den Film von Peter. Peter ist ein ganz kleiner, der hat keine große Followerschaft auf Social Media, der hat meinetwegen, keine Ahnung, 100 Abonnenten, das sind größtenteils Familie, Freunde, Bekannte. Sowas in die Richtung. Und die gucken halt hin und wieder ganz gerne seine Mountainbike-Clips. So, und jetzt geht der Otto hin und der Otto hat, sagen wir mal, 4 Millionen Abonnenten und einen ganzen Batzen Zuschauer. So, und weil dem Otto langweilig ist und ihm nichts mehr einfällt, bei dem er sich gerade filmen soll, guckt er sich jetzt einfach Filme aus dem Internet an, die er irgendwie interessant findet und gibt da seine Meinung zu ab. Das passiert meistens im Stream, bedeutet, derjenige ist online, hockt vor der laufenden Kamera und alles, was da jetzt gerade vor seiner Kamera passiert, landet natürlich direkt im Internet und so weiter und so fort. Das heißt, da kann man auch wunderbar nebenbei am eigenen Bildschirm irgendwelche kleinen Filmchen angucken. So, jetzt guckt der Otto den Film von Peter. Während der Peter auf seinen Film, keine Ahnung, 56 Aufrufe hatte, eben von Freunden, Familie und Bekannte, die das alles toll fanden, hat der Otto während seines Streams, während er den Film von Peter anguckt, meinetwegen 200.000 Zuschauer. So, jetzt haben 200.000 Leute, die niemals von alleine auf die Idee gekommen wären, den kleinen Beitrag vom Otto zu sehen, den gesehen, weil sie dem Otto dabei zugeguckt haben, wie der eben den Beitrag von Peter angeguckt hat. Könnt ihr mir noch folgen? So, das führt dazu, dass der Peter jetzt ein Stück weit bekannter geworden ist. Möglicherweise gehen ein paar Zuschauer vom Otto, wir wissen nicht, wie viele und allzu viele werden es nicht sein, aber möglicherweise, und ganz selten kommt es auch mal vor, dass es dann ganz, ganz viele sind und der Peter so entdeckt worden ist und der Peter jetzt große Social-Media-Karriere macht, weil der Peter der krasseste Mountainbiker des Planeten ist, könnte sogar sein,
Dann hat der Peter natürlich Glück gehabt und wird dem Otto für den Rest seines Lebens dankbar sein, dass der Otto das geistige Eigentum von Peter geklaut hat, das 100% geklaut hat, bei sich wiedergegeben hat, damit Geld verdient hat, wahlweise aus Werbeeinnahmen, die während seinem Stream laufen, wahlweise aus Placements, die während seines Streams laufen, wahlweise aus Werbung, die später in der Aufzeichnung des Streams läuft und so weiter und so weiter. Ja, oder auch durch Spenden. Ich verstehe immer noch nicht, warum man jemandem, der streamt, Geld geben muss, damit der weiter streamt. Das tut der auch so, aber das ist also auch so ein Phänomen. Ja, klar, also wenn das ein sehr, sehr wertvoller Stream ist, der Welt wirklich eine Bereicherung hinzufügt oder unglaublich unterhaltsam ist, dass man dann ein paar Euro meinetwegen mal ausgibt. Okay, verstehe ich. Ja, das ist ja in Ordnung. Irgendwie muss man ja seinen Gratis-Influencer da unterstützen und eben die Idee, dass das alles gratis, ausschließlich Gratis-Content sein sollte, die ist auch blöd. Das muss ich jetzt natürlich sagen. aber ja, schwierig, da das richtige Maß zu finden. Wie auch immer, jedenfalls hat jetzt eben der Otto, nehmen wir mal an, mit dem Beitrag vom Peter, hieß der so, ja, so hieß der, hat da jetzt meinetwegen, keine Ahnung, 1000 Euro mitverdient. Wenn der Otto so groß ist, wie er groß ist, dann dürfte das ungefähr hinkommen, weil so und so viele Minuten von Sendezeit vom Otto sind so und so viel Euro. Ne? So, der Peter kriegt dafür keinen müden Cent. Und das bedeutet, der Peter muss sich eben mit den, sagen wir mal, 100 Abonnenten, die den Krempel vom Peter so gut fanden, dass sie absichtlich auf dem Peter seinen Kanal geklickt haben, gesucht haben, wo ist denn der Peter seinem Kanal, das Originalvideo gefunden haben, das gut fanden, das geliked haben, dem vielleicht noch einen Kommentar verpasst haben, damit der Algorithmus sich freut. Ja, der Algorithmus ist ja bekanntlich die höchste Instanz auf YouTube, der man immer wohlgesonnen sein muss, sonst lässt sie dich im Regen stehen, dann hast du ein Problem. Und das waren jetzt ein ganz paar Leute. Aber es steht halt in keinem Verhältnis dazu, erstens, wie viel Aufwand der Peter hatte, um seine Mountainbike-Skills zu erlernen. Zweitens, wie viel Aufwand er möglicherweise hatte, dieses sehr gut gemachte kleine Video zu drehen. Und drittens, die nicht vorhandenen Einnahmen, die er jetzt letzten Endes dafür bekommt. Ja? Dafür, dass der Otto streng genommen komplett geklaut hat, was dem Peter gehört. So. Diebstahl geistigen Eigentums nennt man das. Der Peter wird sich trotzdem nicht beschweren, weil wäre er nicht vom Otto reacted worden, dann wäre er nach wie vor super winzig klein und 100 zusätzliche Abonnenten, dass du eben statt 100 meinetwegen dann jetzt 200 hast, vielleicht hat er sogar 1000 bekommen auf diesem Wege, können wir uns jetzt aussuchen, wie wir dieses fiktive Beispiel ausweiten wollen, aber ja, darüber wird er sich freuen und er wird da wirklich dankbar sein und da besteht keinerlei Anlass, sich dann beim fiktiven Otto zu beschweren. Und das führt natürlich jetzt zu einem Problem, weil der Otto, der im Prinzip egal was machen kann, auf egal welchen Beitrag in den Weiten des Internet kann der reagieren, in Anführungszeichen, sich klauen, was er lustig ist, solange es nur deutlich kleiner ist als er. Derjenige, bei dem er jeweils geklaut hat, wird sich niemals darüber beschweren, weil er ja was davon hat, wenn auch nicht viel, aber irgendwas davon hat er. Und das bedeutet, dass der Otto immer mehr durch fast nichts tun, vielleicht gibt der Otto auch qualifizierte Kommentare ab. Ich will dem Otto jetzt gar nicht unterstellen, dass der nur dummes Zeug labert zu dem Zeug, auf das er reagiert. Aber ja, letzten Endes haben wir nicht gerade einen Mehrwert hochgeistiger Unterhaltung geschaffen auf diesem Wege. Beziehungsweise es wird immer attraktiver, der Otto zu sein und auf das Zeug von anderen Leuten nur zu reagieren, während es immer unattraktiver, weil das teuer ist, weil das Arbeit macht, weil das anstrengend sein kann, weil das nicht immer erfolgversprechend ist, den Original-Content zu generieren, auf den andere reagieren. Ja? Also Inhalte erstellen ist viel weniger lukrativ als Inhalte klauen von wem anders und da einfach seinen Senf dazugeben, solange man dann irgendwann mal einen entsprechenden Level der Bekanntheit erreicht hat. So, ja, und das ist eine Entwicklung, die kann man akzeptieren. Die kann man aber auch meiner Meinung nach hochgradig beängstigend finden, weil das eben immer mehr dazu führt, dass es völlig unattraktiv wird, eben eigene kreative Ideen auf die Beine zu stellen, beziehungsweise die 5 Leute, die das noch machen, gefühlt, damit hoffentlich auch gut Geld verdienen, aber
sich dann vielleicht doch in den Hintern beißen, dass aus dem Gesamttraffic, den dann das Produzierte für den Rest der Welt produziert, sie nichts abbekommen. Ja? Also schönes Beispiel ist tatsächlich, da müssen wir es jetzt nennen, auch wenn manche von euch das nicht mehr mögen, Seven vs. Wild. Das war ja ein Phänomen, wo ein bis dato noch zwar großer, aber nicht riesiger Influencer namens Fritz Meinecke auf die Idee gekommen ist, 7 mehr oder weniger qualifizierte Leute in die Wildnis zu schicken, Wildnis in Anführungszeichen, wo sie 7 Gegenstände mitnehmen mussten, um da 7 Tage sich selbst dabei zu filmen, wie sie nach Möglichkeit 7 Tage da einfach irgendwie mal sind. Und das hat tatsächlich einen enormen Hype ausgelöst. Hype heißt eine Begeisterung großen Ausmaßes, die viele Leute mit einreiht, sozusagen. Und inklusive haufenweise sogenannte Reactions auf die einzelnen Folgen von eben Seven vs. Wild. Bedeutet, Großmutter Krause hat sich angeguckt, wie eben einem Niklas on Fire ein Ast auf den Kopf gefallen ist und der dann weinend und blutend leider schon ausgeschieden ist in der ersten Folge von Seven vs. Wild Staffel 1. An dieser Stelle keine bösen Bemerkungen zum Niklas, bitte, Unfälle können passieren. Gut, egal, jedenfalls, was hat Großmutter Krause dazu Qualifiziertes beizutragen? Möglicherweise hat sie sowas schon mal erlebt, möglicherweise hat sie auf dem Weg einen Enkel verloren, möglicherweise hat sie auch überhaupt nichts dazu beizutragen. Trotzdem kam es dazu, und das gibt es bis heute und auch nicht nur für Seven vs. Wild, sondern für alles Mögliche, dass wirklich ein Riesenhaufen Leute einfach auf irgendwelches Zeug aus dem Internet reagiert, obwohl sie dann nichts Qualifiziertes zu beizutragen haben. So, das bedeutet, wenn ich auf das Trocknen von Wandfarbe reagiere, ich habe zwar einen Zuschauer, der behauptet hat, er würde mich dabei zugucken, aber ja, das ist auch der Einzige, ne? Selbst meine Frau fände das langweilig. Gut, aber ja, ne, das ist kein Mehrwert. Ich habe zum Trocknen bzw. zur unterschiedlichen Viskosität von Wandfarbe während des Trocknensvorgangs nicht wirklich was Qualifiziertes beizutragen. Ja, und da kann ich mir nicht vorstellen, wieso das da jemand angucken sollte. Zu Recht. Und sollte auch niemand angucken, davon abgesehen. Ja, aber trotzdem gibt es sowas. Und teilweise sind diese Reactions wirklich sensationell doof. Häufig sind sie dann auch nur sehr klein und haben kaum Zuschauer. Manchmal aber doch. Und das ist erstmal außerordentlich verstörend, ja, wenn man mit intelligenteren Formen der Kommunikation und der Medien in Berührung gekommen ist im Laufe seines Lebens, ja, und da eine gewisse Vorliebe für entdeckt hat. Gut, aber Ausnahmen. Ja? Die Reaction als solche, wie gesagt, blöd. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Ich habe mich inzwischen mal ein bisschen schlau gemacht, was denn alles an Reactions bzw. Streams, wo jemand live irgendwas tut, so zu sehen ist. Ja? Es gibt zum einen Reactions, wo ein Fachmann auf Dinge reagiert. Und jetzt kommt es auch sehr stark darauf an, wie diese Dinge verpackt sind. Ja? Beispiel, mit Millionen von Aufrufen ausgestattet ist eine ganze Reihe eines amerikanischen, was auch immer, größerer Social-Media-Kanal. Ich glaube, das ist auch ein Fernsehsender gleichzeitig, ich weiß es nicht. Aber die schnappen sich Experten, sprich Kampfsportler, die auf Kampfsportfilme reagieren. Navy Seals, die auf Navy Seal-Filme reagieren. Klempner, die auf Klempnerfilme reagieren. Klempnerfilme, da gibt es glaube ich nur einen. Da ist so ein Typ mit so einer komischen Latzhose, der so eine rote Mütze aufhat und einen Schnauzbart. Und sein Bruder, der ein bisschen größer ist, ebenfalls Schnauzbart, der ist eher in grün gehalten farblich. Und die hüpfen gerne durch die Gegend und rutschen in Röhren. Deswegen sind sie wohl auch Klempner. Falls da mal jemand von gehört hat. Wie auch immer, jedenfalls. Ja, also es läuft darauf hinaus, dass du, oder ein Jäger reagiert auf Jagdszenen, Survival-Experte auf Survival-Filme, irgend sowas in die Richtung. So, das Schöne dabei ist, erstens, die haben da einen entsprechend wirklich qualifizierten Kerl hingesetzt, der dazu was zu sagen hat, wie realistisch ist das, insbesondere wenn es ein fiktiver Spielfilm ist, der ja die Realität den Anschein erwecken soll, er würde die Realität abbilden, es aber niemals tut. Und der hat dann da hoffentlich irgendwas Schönes zu sagen. Das gucke ich zum Beispiel sehr gern, das ist interessant. Das Nette ist, dass auch die Verpackung solcher Reactions auch darin besteht, dass nur jeweils eine kurze, relevante Szene
aus dem entsprechend geistigen Eigentum eines anderen gezeigt wird. In Form von einem Film wird eine kurze Szene gezeigt, in der sich Liam Neeson Schnapsflaschen zwischen die Knöchel mit Panzertape klebt, um einen Wolf damit zu boxen, weil der Wolf ihn gerade zerfleischen möchte. Beispielsweise, darauf hat mal ein Wildbiologe reagiert und fand das unglaublich unrealistisch und dämlich. Dem schließe ich mich vollkommen an. Aber ja, ne, das ist nur eine kurze Szene aus dem grauenvollen Film The Grey, heißt der, glaube ich, oder so ähnlich. Ist jedenfalls grottig. Und also tut richtig weh. Wenn man Ökologe ist, dann hat man da Schmerzen beim Zugucken. Man möchte sich die Eingeweide... Ja, lassen wir das. Aber wirklich unglaublich dämlich. Und der Kerl hat mal Schindlers Liste gemacht. Also den Schindler gemacht in Schindlers Liste. Egal. Im Alter werden manche Leute ein bisschen seltsam. Egal. So, nochmal. Das hat einen gewissen Mehrwert, ja, und da würde ich auch meine eigenen, in Anführungszeichen, Reactions einordnen, was ich versuche zu machen in Form einer Reaction, wenn man das dann unbedingt so nennen möchte. Ich möchte es lieber Kommentar nennen, manchmal bebildert mit Quellenmaterial, manchmal ohne, besteht darin, dass ich ein Phänomen, das aufgetreten ist, als Waldexperte bewerte, ja? Weil der bin ich und dazu kann ich was sagen, und als was anderes, als wer anders, kann ich das nicht sagen, weil da kenne ich mich nicht aus. Das heißt, ich kann einen qualifizierten Kommentar abgeben zu Waldinhalten. So, auch nicht zu 100% jedem, aber doch zu den meisten. Das heißt nicht, dass mein Kommentar besser ist als das Original, das will ich gar nicht in Anspruch nehmen, aber ich kann meistens ein kurzes Original auf ziemlich lange Laufzeit meines Kommentars sozusagen bringen. Das Resultat ist, dass ich meinetwegen, keine Ahnung, 6 Minuten Fremdmaterial mir geschnappt habe und dazu meinetwegen 2 Stunden meinen Senf dazugegeben habe und erklärt habe, was da zu sehen ist und warum ich das gut, falsch, richtig oder bemerkenswert oder sonst was finde. Ne? Also eine fachliche Einordnung. Ja? Das ist für mich auch wenig Arbeit. Und ich habe da, könnte man jetzt meinen, dann auch kein eigenes Werk erstellt, sondern habe nur was von wem anders geklaut. Und ja, darauf basiert jetzt mein Beitrag. Das ist aber so, finde zumindest ich, und da könnt ihr mir gerne mitteilen, ob ihr da anderer oder der gleichen Meinung sind, trotzdem eine eigene kreative Leistung meinerseits, weil ich habe das Ursprungswerk erstens 6 Minuten aus einem längeren Film. Ja? Also ich habe nicht das komplette Werk von jemand anders geklaut, sondern Ausschnitte. Und diese Ausschnitte habe ich derart mit eigenem Input, ja, alles andere in diesen 2 Stunden, also sagen wir eine Stunde und 54 Minuten, die nicht das Originalmaterial, auf das ich jetzt reagiere, sind, ist mein eigenes geistiges Eigentum. Und was ich da sage, besteht eben nicht darin, dass ich, ja, Spiegeleier braten, ja, das habe ich schon mal gemacht, ja, das hat gut funktioniert, ja, sondern eben wirklich eine forstwissenschaftliche, fachliche Einordnung abgebe. Das kann ich, weil ich das sehr lange studiert habe. Das bedeutet, ich hatte sehr viel Arbeit und Zeit investiert, das Wissen zu erlangen, das mir dann tatsächlich ermöglicht, mit relativ wenig Arbeitsaufwand diesen fast 2 Stunden Kommentarteil an eben die 6 Minuten Originalteil heranzuhängen. Ja? Und da bin ich jetzt selber ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits ist das Internet dadurch nicht reicher an einem neuen Originalclip, aber mein Kommentar ist einfach derart ausführlich und fügt dem Ursprungsmaterial derart viel Dinge, Gedanken, Meinungen, Fakten, Tatsachen möglicherweise hinzu, dass dadurch ein neues Werk entsteht. Zumindest nach meiner Interpretation. Ja? Und eine Reaction, die sowas macht, die, finde ich, kann schon einen Mehrwert darstellen. Oder Beispiel Seven vs. Wild. Da kann jeder Hinz und Kunz im Internet drauf reagieren, macht auch jeder, zu sagen haben, entweder Leute, die sich mit dem Thema Wald sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben, die sich mit dem Thema Survival sehr intensiv auseinandergesetzt haben, die meinetwegen Rettungsmediziner sind und das Ganze aus einer medizinischen Perspektive betrachten und was weiß ich was alles. Und selbstverständlich die Teilnehmer, die dabei waren und persönliche Erfahrungen ergänzen können, die während dem, was man da sieht, gerade bei ihnen im Kopf vorgegangen sind. Das hat selbstverständlich auch eine gewisse Berechtigung. Das kann ich persönlich schon nachvollziehen, dass es Leute gibt, die das interessant finden.
finden. Man selbst muss jetzt vielleicht nicht die Reaction von jedem der 14 Teilnehmer auf Szene XY, in der sie gar nicht anwesend waren, weil nur einer der 14 Teilnehmer meinetwegen da anwesend war. Das muss man vielleicht nicht alles gesehen haben. Das wird es aber alles geben. Und ob das dann sinnvoll ist, das anzugucken, das muss man dann letzten Endes den Konsumenten überlassen. Aber tatsächlich gibt es Konsumenten, die das tun werden. Und das ist erstens erschreckend und zweitens in diesem Fall ein Stück weit ethisch-moralisch meiner Meinung nach vertretbar, weil das ist ja unter der Prämisse gedreht worden bzw. produziert worden, dass zumindest die Teilnehmer hinterher das Recht bzw. die Erlaubnis desjenigen, dem das Material, das Bildmaterial gehört, bekommen, dieses eben bei sich nochmal durchlaufen zu lassen, um dann eben ihrerseits Geld an dem erneuten Vorzeigen des Bildmaterials bei sich mit ihrem Kommentar, egal wie kurz oder lang der ausfällt, zu verdienen. Ja, in dem Fall ist das ja abgesprochen und da kann man dann nicht von Ideenklau, Contentklau oder Ähnlichem sprechen, weil das ja so besprochen und für alle Beteiligten in Ordnung ist. Also zumindest ethisch-moralisch sehe ich, ob das jetzt eine gute Idee ist, sich das anzugucken, ist eine andere Frage. Ja? Aber ethisch-moralisch sehe ich da wenig Probleme. Also auch das ist nachvollziehbar. Ja? Aber die grundsätzlichen Probleme bleiben eben bestehen, dass wenn du ungefragt eines anderen geistiges Eigentum klaust, das in vollster Länge bei dir zeigst, noch deinen Senf dazu gibst, warum soll jemand der vielen Zuschauer des großen Peter jetzt nochmal zurückgehen, des großen Otto, nochmal zurückgehen zum kleinen Peter, um sich dann nochmal dem seinen Mountainbike-Stand anzugucken, es sei denn, der ist halt so gut, dass man den immer und immer und immer wieder sehen möchte. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es einmal gereicht hat. Gar nicht. Die Motivation ist nicht vorhanden. Teilweise sagt dann der große Influencer, der auf irgendwas reagiert hat, noch, ja, guckt euch das Original auch an und abonniert den Kanal. Natürlich machen viele Schäflein das, was ihr Leitbock sagt, aber längst halt nicht alle Schäflein. Und wenn du als fleißiger Zuschauer eines Reaction-YouTubers jeden Kanal, auf den der mal reagiert hat, abonnieren möchtest, dann kommst du nicht sehr weit im Leben. Ja, davon mal abgesehen, dass du ohnehin wahrscheinlich im Leben nicht besonders weit gekommen bist, wenn du die Zeit hast, dir sowas anzutun. Andererseits frage ich mich, wer die Zeit hat, meinen ganzen Krempel zu gucken. Aber dabei lernt man ja wenigstens was, meistens. Heute nicht. Heute ist mehr so ein Denkanstoß vielleicht, wenn überhaupt. Ja, wenn nicht, könnt ihr mir trotzdem eure Meinung dazu sagen. Ja, also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Das mag seine Berechtigung haben, aber das bringt halt immer den Nachteil mit sich, dass eben keine hundertprozentige Eigenleistung erstellt wird und diese Reactions leichter zu machen sind, auch für mich. Ne? Also wenn ich zu einem umfassenden Thema umfassend recherchieren muss, um das dann ohne einen kreativen Input in Form von irgendwer erzählt Schwachsinn zum Wald und ich nehme den Schwachsinn auseinander. Das kostet mich erheblich weniger Zeit, letzteres Schwachsinn auseinandernehmen, weil ich da im Prinzip nur so ein paar allgemeine Dinge, die eigentlich fast jeder Forstwissenschaftler wissen dürfte, kurz zum Besten geben muss. Wenn ich was Eigenes zu einem eigenen Thema machen muss, muss ich heute meistens recherchieren. Das war in der Anfangszeit meines Kanals noch ein bisschen anders. Da habe ich Allgemeinzeugs erzählt, das kannte ja noch keiner. Es gab ja keinen anderen Forstwissenschaftler auf YouTube und dementsprechend war das noch einfach. Ja, heute muss ich ein bisschen mehr Zeit und Arbeit in die jeweiligen Beiträge reinstecken. Deswegen sind die auch teilweise länger geworden, weil wenn man schon Zeit und Arbeit reinsteckt, dann ist es ein bisschen ein Teufelskreis. Egal. Ja, ich habe hier nochmal gerade eine kleine Liste mit Reactions, die ich halbwegs sinnvoll finde. Wenn ihr mögt, könnt ihr da auch gerne noch was ergänzen. Experte reagiert auf sein Fachgebiet. Ne? Das ist relativ klar, da hat man auch drüber geredet. Dann hätten wir einen Irgendwer reagiert auf zumindest eigenes Material. Das ist ja auch ethisch-moralisch nicht verwerflich. Ob das sinnvoller Content ist, kommt oft drauf an. Angenommen, ein Sportler reagiert auf seinen besten Marathon aller Zeiten, meinetwegen, und gibt da noch einen Senf dazu, wie es ihm da gerade ging, wo man gerade sieht, wenn er über die Ziellinie rennt oder sowas in die Richtung. Das kann ja durchaus sinnvoll sein. Reaktion auf Fremdmaterial mit Erlaubnis des Urhebers ist zumindest, wie gesagt, ethisch-moralisch nicht verwerflich. Ob das unterhaltsam ist, muss jeder selber wissen. Fremdmaterial ist ein Zitat im Sinne des Zitatrechts. Das ist dann bei mir der Fall, wenn ich mal was tatsächlich wirklich was zitiere und wirklich Fremdmaterial in meinen Videos verwende, dann bin ich mir sicher, dass das mit eben dem Anspruch, dass daraus ein neues eigenständiges Werk entstanden ist, das auch guten Gewissens tun kann. Das wäre dann der nächste Punkt.
Die Leistung, die ein bisschen Fremdmaterial beinhaltet, ist so komplex, dass sie eben selbst ein Werk ist, das das Fremdmaterial so vollständig anders darstellt oder eben dem so viel hinzufügt, dass es gerechtfertigt ist, schlicht und ergreifend. Dass es also wirklich zwei unterschiedliche Werke sind, das Original und die kommentierte Version zum Beispiel. Das ist zumindest juristisch relativ eindeutig, dass sowas als okay gilt. So, Kommentare zu einem Fremdbeitrag, ohne diesen vollständig abzubilden, das ist dann eben auch mehr oder weniger das gleiche wie mit einem Zitat, aber juristisch ein bisschen was anderes. Egal, hab's einfach mal hingeschrieben. Fremdmaterial ist zur Verbreitung gedacht, zum Beispiel Filmtrailer. Da wäre das jetzt also. Das Bildmaterial aus einem Filmtrailer ist urheberrechtlich geschützt, aber da der ja dafür da ist, möglichst vielen Leuten gezeigt zu werden, wäre der entsprechende Filmverleih schön blöd, wenn die jemanden verklagen, wenn der Material aus einem Filmtrailer bei sich zeigt, um zum Beispiel zu sagen, Leute, guckt euch diesen Film an, beispielsweise. Ne? Also da ist es dann auch nachvollziehbar. Gut. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel für einen Schaden, den so eine Reaction anrichten kann. Und zwar ist in Japan ein Kletterer von einem Kragenbär überfallen worden. Das kann man in diesem entsprechenden Beitrag hier nachverfolgen. Der Beitrag hat Stand heute, also Stand meiner Aufnahme hier, 6,7 Millionen Aufrufe. Das ist natürlich ziemlich sensationell in nur einem Jahr. Ob das jemals noch viel mehr werden, das wissen wir nicht. Ein paar bestimmt. Aber ja, der hat zu diesem Zwecke, also derjenige, dem das passiert ist, ich hoffe, dass es das Original, soweit ich das irgendwie nachvollziehen kann, ist es das Original. Ob es wirklich das Original ist, werde ich nie erfahren, weil dafür stecke ich nicht tief genug in der Materie drin. Aber er hat zu diesem Zweck, um dieses eine Video, das ihm beim Klettern gelungen ist, zu vermarkten sozusagen, extra auch den Bear Attacks Climber Kanal gegründet. Und das Video heißt Bear Attacks Climber plus einen ganzen Haufen Schriftzeichen. Ne? Ansonsten hat er auf seinem Kanal noch folgende Videos. Nämlich look back at the bear attack und return of the bear attack mit jeweils vergleichsweise bescheidenen Aufrufszahlen. Und sein Kanal hat mit 7690 Abonnenten, ja warum soll man den auch abonnieren, weil der hat ja nur 3 Videos, ja eben im Grunde keine Zukunft, abgesehen davon, dass ihm halt eben dieses eine großartige, das ist auch wirklich spannend, also kann ich nur empfehlen, wenn man es noch nicht gesehen hat, Bear Attacks Climber Video da eben drin zu haben. Das ist wahrscheinlich auch authentisch und tatsächlich so passiert, auch wenn es natürlich auch da wieder Gerüchte gibt, dass das gefotoshoppt, gefaked oder sonst irgendwas wäre. Das klingt schon für mich, beziehungsweise sieht auch für mich so aus, als wäre das realistisch. So, und da haben jetzt also haufenweise Leute drauf reagiert. Wie gesagt, 6,7 Millionen Aufrufe hat er von alleine. Davon dürften nur ein Bruchteil monetarisiert sein. Bestenfalls vielleicht die Hälfte. Das ist schwer zu sagen, weil das ist ja ein Video sozusagen Kanal. Damit YouTube den Kanal überhaupt monetarisiert, muss er erstmal so und so viel Abonnenten haben. Die wird er hoffentlich innerhalb kürzester Zeit gekriegt haben. Das heißt, die paar tausend Abonnenten, die er hat, die sind auch nicht völlig egal. Und er braucht eine gewisse Watchtime. Die wird er nach der ersten Million Aufrufe auch gehabt haben, auch wenn das Video nur 3 Minuten und 11 Sekunden lang ist. Aber erst dann kann man sich monetarisieren. Und bis das dann durchgeht, dass das monetarisiert wird, sprich, das muss von YouTube geprüft werden, bist du ein echter Mensch, der da dahinter steht und so weiter und so fort. Das dauert ein bisschen und der erste Hype, den dieses Video verursacht hat, also die ersten meinetwegen 4 oder 5 Millionen Aufrufe, hat er wahrscheinlich gar nicht mitbekommen in Sachen Monetarisierung und hat dann erst mit den 1,7 Millionen Aufrufen, die dann nach der, rein theoretisch, ich weiß die genauen Zahlen wie gesagt nicht, die dann nach der erfolgten Monetarisierung erfolgt sind. Erst mit denen hat er ein bisschen Geld verdient. Ein bisschen ordentlich Geld, 1,7 Millionen Aufrufe ist immer noch viel und das ist schon ein nettes Taschengeld, was der da mit auf die hohe Kante hat legen können. So interessant ist jetzt aber, dass zusätzlich zu dem Original hier, das viele Leute geguckt haben, eben nochmal mindestens nach einer schnellen Internetrecherche meinerseits 3,5 Millionen Aufrufe an Reaction-Material existieren. Und dieses Reaction-Material
ist alles monetarisiert. Bedeutet, er hätte eigentlich zumindest einen teilweise Anspruch auf die Kohle, die die Leute, die das eben, die ihren Kanal schon langfristig monetarisiert haben und die auch erheblich mehr Geld pro Klick bekommen als ein Videokanal. Also hier hat er vielleicht 1 € oder 2 pro 1000 Klicks wohlgemerkt gekriegt oder umgerechnet in Yen natürlich entsprechende Zahl in Yen. Aber ist ja in Japan, ne? Und aber die anderen, die könnten mit ihren, weiß ich nicht, teilweise auch 1 Million Aufrufe Videos, indem sie im Wesentlichen nur dieses Ding wiedergeben und noch 5 Sätze dazu sagen, locker das Dreifache verdient haben, wie er selber eben mit den gleichen Aufrufen generiert hätte. Und sie haben es garantiert verdient, weil ihr Kanal war ja zu diesem Zeitpunkt schon monetarisiert. So, und jetzt kommt immer mal wieder die interessante Stimme durch, aus der Vernunftecke des Internets, dass man doch in so einem Fall einfach die Einnahmen aufteilen möge, die jemand anders mit Fremdmaterial macht. Bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel ein 4 Minuten 50 Video aus diesen 3 Minuten 10 schneidest und da deinen Senf dazu gibst und 3 Minuten 10 davon sind nicht dein eigenes Bildmaterial, dann gibst du halt, weiß ich nicht, 60% deine Einnahmen an den Bear Attacks Climber Dude hier ab und der ist glücklich und du bist glücklich und du hast trotzdem was verdient, damit in 3 Minuten Arbeit das Video schnell kopiert zu haben und meinetwegen in 7 Minuten Arbeit 2 Minuten Kommentar dazu getextet zu haben. Ja? Da würden letzten Endes alle dran verdienen. Derjenige, der seine Reichweite hergibt, um das hier noch mehr zu promoten und derjenige, dem das tatsächlich passiert ist und dieses wirklich wertvolle Stück Bildmaterial produziert hat. Also für Wildökologen und andere Leute, die sich für Tiere interessieren, ist das wirklich wertvolles Bildmaterial hier, ne? Also kein Mist. Ja, und das wäre auch mein Verbesserungsvorschlag bzw. mein Kompromissvorschlag für die ganze Reaction-Debatte, dass das doch eine schöne Lösung wäre, wenn man einfach sagt, wenn du reagierst und dein Beitrag besteht zu, keine Ahnung, 90% aus Fremdmaterial, was ja bei vielen, vielen Reaction-YouTubern, die nur Reactions machen quasi oder fast nur Reactions machen, der Fall ist, dann musst du halt auch 90%, keine Ahnung, oder sagen wir mal 80%, je nachdem wie viel es halt gewesen ist, deine Einkünfte an dem entsprechenden Beitrag an den Original-Creator abgeben und schwuppdiwupp sind Reactions überhaupt nicht mehr so lukrativ und man muss sich wieder eigenen Content ausdenken und das Internet ist ein bisschen intelligenter geworden. Ist zumindest meine Meinung. So, und eure Meinung dazu, darum bittet euch gleich nochmal der Ben vor Ort. Jedenfalls, ja, das war's. Na, das ist so im Grunde meine Meinung zu diesem generellen Reaction-Phänomen. Ich finde also begründete Reactions, ja, die haben eine Daseinsberechtigung. Irgendwer reagiert auf irgendwas, mit dem er keinen besonderen Bezug hat und so weiter und so fort. Und Millionen gucken sich das an. Massenverdummung. Ja. Ich habe manchmal wirklich so ein bisschen ethisch-moralische Bedenken, dass ich bei diesen ganzen Reaction-Blödsinn teilweise eben mitmache. Zwar so gut es geht, ohne, beziehungsweise auf eine intelligente Art und Weise, wie ich hoffe, aber ja, und das beunruhigt mich ein wenig. So, und daher nochmal die Bitte, wenn ihr da irgendwas zu sagen habt, dann würde mich das doch sehr, sehr interessieren. Ja? Aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass wenn 3 von euch sagen, nee, lass das sein, dass ich dann sofort sein lasse. Das wollte ich damit jetzt nicht zum Ausdruck bringen. Ne? Aber ja, würde mich trotzdem, wie gesagt, sehr interessieren. So, ja. Einfach damit wir jetzt mal einen Ort haben, wo wir über dieses leidige Thema diskutieren können, nämlich eben unter diesem Beitrag. Ich werde auch mein Möglichstes tun, Kommentare möglichst zeitnah zu beantworten, so ich dann dazu noch eine vernünftige Antwort abgeben kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Wald-Content und tschüss.